Schauen wir mal, was können wir noch so kaufen? Stil wollte ich nicht ändern. Ausrüstung. Können wir natürlich beide upgraden. Was kostet das denn eigentlich? Oder können wir die hier nur auswählen? Moment, teils. Naja, wir können ja nur die Waffen ändern. Welche wir als Hauptwaffe wollen. Hier können wir die aufleveln. 5000 sogar. Ich bin gar nicht sicher, ob sich das gerade lohnt. Ich denke, ich werde erstmal an Aktionen aufstocken. Obwohl, ich benutze die Pistole eigentlich ziemlich oft. Also, was zum Teufel. Werden wir natürlich erstmal upgraden. Ja. Maximale Schusskraft erhöht. Machen wir wenigstens minimal ein bisschen mehr Schaden. Wuhu. Ab in den Turm. Raum des Eiswächters. Oh, ich weiß, wer hier war. Das wird geil. Hätte vielleicht was zu heilen kaufen sollen. Ein bisschen näher, wo ich das zuletzt gespielt habe. Aber. The likes of you are forbidden in this land. You are powerless. I'm not worthy to set foot here. Wow. I've never seen a talking mutt before. You know, in a dog show, you'd definitely take first place. You are the human make a mockery of me? Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on. Sei froh. So sieht's aus. Genau das haben wir in Devil May Cry auch so vermisst, im zweiten. Na, komm mal her, Hühnchen. Erst müssen wir dem in das Eis wegschießen, bevor wir dem Schaden machen können. Immer vorsichtig. Ich sollte dem bloß nicht zu nahe kommen. Ich kann natürlich auch den Schuss aufladen. Erstmal schießen wir das komplette Eis weg. Man weiß nie, was der gerade so vorhat. Also immer schön rollen. Hey, Hühnchen. Ah, viel Schaden machen wir nämlich gerade. Ah, mit den Pistolen. Oh, da können wir drauf. Okay. Da liegt er doch. Wow. Hat er sich wieder die Eisschicht aufgezogen. Oh, nicht in seine Schusslinie. Ja, nicht so prickelnd. Nächster Kopf. Wunderbar, friss. Oh nein. So leicht kriegst du mich nicht. Oh fuck. Ah, Hühnchen. Was ist denn los? Oh, da ist aber einer sauer. Oh shit, da hat viel Schaden gemacht. Wow. Wow. Jetzt tritt er aber auf. Eis ist leider wieder drauf. Okay, weg. Oh, fuck. Ich sag, er hätte was zum Heilen kaufen sollen. Die machen nicht gerade wenig Schaden. Wow. Wow. Oh.
böses Hündchen. Oh shit. Mann drauf. Wow. Und wieder mit den Pistolen. Oh shit. Nicht mehr viel Energie leider. Boah. Noch ein so ein Treffer und ich bin hinüber. Boah. Knappe Geschichte hast du, aber du verreckst jetzt. Ah, wir sehen doch den anderen Kupfern. Dankeschön. Oh shit. Oh mein Gott, in der Luft. Das war mies. Weiter geht's. Wenn uns jetzt diesmal bis zu heilen kaufen. Okay. Los geht's. Machen wir den fertig. Wie gesagt, ist ein bisschen was her, wo ich das zuletzt gespielt habe. Ah, mit der Zeit werde ich besser. Ah ja, genau, den Stick reindrücken. So können wir das Ziel auch wechseln. Nicht vergessen. Wie kann ich dem mehr Schaden machen? Das sieht doch gut aus. Befreie dich vom Eis. Kein Ding. Oh yeah, ist doch schon viel besser aus. Fritz! 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 Boah, mach ich den schnell fertig. Boah. Und bin ich das erste Mal in verreckt. Wow. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Ich denke, wir kriegen sogar eine neue Waffe. Ich glaube, diesen Nunchuck, wenn ich mich richtig erinnern kann. Oh yeah! Sogar drei von denen. Cerberus! Genau, der dreiköpfige Hund. Und die können wir genauso wechseln wie die Schusswaffen. Mein Gott, warum habe ich mich denn so abgequillt vorhin damit? Einfach in die Offensive gehen gegen das Viech und das war's dann auch schon. Das war das Einzige, was ich wohl gegen den vergessen habe. Oh! Oh shit. So viel Style. What's the hurry? Didn't you get an invitation? Yeah! So geil. Genau das Devil May Cry. Yeah.
This just keeps getting better and better. Bam! Mein Gott, ich habe so lange für diesen scheiß Cerberus gebraucht. Dabei war der so einfach. Muss einfach gegen den in die Offensive gehen. Dann B wieder. Na, geht doch. Jetzt haben wir mal speichern. Na, ich bin immer vorsichtig. Ich guck lieber, was der macht und beobachte den ein bisschen. Weiter geht's. Und dabei muss man einfach nur in die Offensive gehen und den total fertig machen, weil er gar nicht richtig angreift. So einfach ist das. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching. Auftrag 4. Der ungebetene Gast. Wir haben natürlich wieder ordentlich rote Punkte. Rote Punkte, genau. Rote Orbs bekommen. 7000. Werden wir ein bisschen sparen, denke ich. Wir haben noch nicht mal unsere Teufelsanzeige. Nope, Teufelsterne können wir noch nicht kaufen. Weiter geht's. Auftrag 4. Finden Sie den Schlüssel zu den Sternen. Tür anbrennen. Kommen wir natürlich nicht durch. Kartenbildschirm. Alles klar. Wir sollen erstmal hoch da oben in die Tür. Das habe ich gecheckt. Da können wir nochmal einkaufen. Erstmal laufen wir mal hier ein bisschen rum. Gucken mal, ob wir nicht hier irgendwas finden können. Hier ist die Kamera wieder fest, ich kann ihn nicht drehen. Hang gerade irgendwo fest. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, das Feuer macht mir sogar Schaden, wenn ich dagegen laufe. Also sollte ich aufpassen. Ja, gehen wir mal hier hoch. Irgendeine dämliche Tür, wo wir rein müssen. Ich glaube, die war hier unten. Die müsste es sein. Yep, und dann geht's auch direkt los. Na, kommt mal her, ihr Viecher. Breakdown! Nein, 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 nein! Oh. Yeah! Das war doch geil. Ach, so flüssig, so herrlich einfach nur. Oh, fuck. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich gleich hier drei Gegner. Genau die Viecher. Yep. Früher ziemlich so auf den Geist gegangen. Machen wir ihn mal fertig. Ah, was haben wir denn hier? Crazy Combo. Unter bestimmten Bedingungen können Sie eine Taste mehrmals hintereinander drücken, um eine besondere schnelle Angriffskombo auszuführen. Ja, das hatten wir schon mal. In der Nähe von liegenden Gegnern wiederholt X drücken. Fett. Oh nein. Oh shit. Ja, oh Gott, ich komm gar nicht dran.